Kirby, der vielleicht süßeste Nintendo-Charakter, ist heutzutage aus dem Line-Up gar nicht mehr wegzudenken. Die Knuddelkugel startete seine Karriere auf dem Gameboy und machte dort eine sehr solide Leistung, aber beschränkte sich eher auf die Grundlagen. Natürlich musste es bei dem Erfolg auch einen Nachfolger geben. Wie schlägt sich dieser? Was kommt dazu? Was taugt Kirby's Dream Land 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Kirbys Erfinder HAL Labs programmiert und von Nintendo selbst 1995 weltweit veröffentlicht. 2012 erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS und ist Teil der Kirby's Dream Collection für die Wii. Die Hintergrundgeschichte ist wie immer eher nebensächlich. King Dedede macht mal wieder Unsinn und ihr müsst 6 Welten bereisen, um ihn Einhalt zu gebieten. Grundsätzlich ist das Spiel natürlich ein typisches Kirby-Spiel. Ihr steuert die Knutschkugel in den Plattformer-Leveln. Der Gute kann dabei springen, fliegen, Gegner klassisch einsaugen und ja, kann Luftbälle verschießen. Neu in diesem Spiel ist im Vergleich zu dem Vorgänger jedoch das Übernehmen der Kräfte von manchen Gegnern. Dieses Feature taucht ja zuerst in dem NES-Titel auf. Dazu spuckt ihr den Gegner dann nicht einfach aus, sondern drückt nach unten. Dieses klappt aber nicht bei allen Fieslingen, aber so bekommt ihr denn die eine oder andere nützliche Fähigkeit und könnt so zum Beispiel defensiv zu einer Stachelkugel werden. Insgesamt 7 verschiedene Fähigkeiten können auf diese Art erlangt werden. Diese müsst ihr dann zudem auch taktisch einsetzen, um an bestimmte einsammelbare Objekte zu kommen. So wird dem Ganzen etwas mehr Tiefe verliehen. Ein tolles Feature sind aber auch die Tierhelfer, die ihr in den einzelnen Abschnitten finden könnt. Die helfen euch dann immer passend zu den Welten. So hilft der Fisch in der Wasserwelt euch logischerweise beim Schwimmen. Wie immer solltet ihr natürlich aufpassen. Wenn ihr getroffen werdet, verliert ihr die Helferlein natürlich und damit werden die Abschnitte dann durchaus kniffliger. Diese Welten bestehen dabei immer aus verschiedenen normalen Leveln und einem Boss-Level. Von der Gestaltung her wurde sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gemacht, möglichst viel Abwechslung in die ganze Geschichte reinzubringen. Neben der erwähnten Unterwasserwelt gibt es so zum Beispiel auch eine Waldwelt, die eher den Fokus auf das Fliegen legt. Abgesehen davon wird euch hier einfach ein wunderbares, typisches Kirby-Gameplay geboten. Wenn ihr einen Teil der Serie schon gespielt habt, dann wisst ihr sofort, was hier euch erwartet. Die Grundstimmung ist einfach herrlich, locker fröhlich, die Steuerung sitzt perfekt und das Gameplay fühlt sich einfach klasse an. Und das Beste? Es gibt sogar ein Speichersystem. Allgemein ist der Schwierigkeitsgrad Kirby-typisch, aber auch eher gemäßigt und so lädt das Spiel perfekt zum entspannten Zocken nach Feierabend ein. Kirby muss knuddelig sein und das wird durch die Grafik auf jeden Fall auch herrlich portiert. Alles sieht irgendwie wie in Zuckerwatte gehüllt aus und das muss auch so sein. Die Gestaltung und die grafische Qualität ist einfach nur wunderbar. Und der Sound erst. Ihr kennt diesen typischen Kirby-Stil? Genau der ist hier auch vertreten. Was taugt Kirby's Dream Land 2 für den Game Boy also heute noch? Ich finde das Spiel wunderbar. Es gehört definitiv zu den besten Plattformen des Systems und wirklich jeder Interessierte sollte hier auf jeden Fall mal reingespielt haben. Vor allem, weil es nicht so großartig schwer ist, kann man hier gut mal nach einem anstrengenden Tag abschalten. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Kirby's Dream Land 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.